Titterten oder Titterte, wie wir sagen im oberen Baselbiet, liegt auf 668 Meter im Bezirk Waldenburg zwischen den beiden Frankentäler, wunderbar gelegen auf einer Höhe oben mit Weitsicht in Schwarzwald hinein. Nur Langenbruck ist noch höher und wie wir hier sehen, umgeben von Haufen Obstbäumen. Titterte hat von dort her auch den Übernamen gefasst, weil früher eine grosse Hungersnot geherrscht hat in der Schweiz und auch vor allem in Baselbiet. Hat Titterte, weil sie so viele Obstbäume hatten, einen Haufen Schnitz oder sonst Sachen gemacht aus den Äpfeln und Beeren. Und von dort her haben wir den Übernamen. Hier sehen wir noch der Blick auf Kastelen, rechts davon das Nachbardorf Arbolschwil. Titterte hat rund 404 Einwohner zurzeit und man kennt einander noch. Es ist ein kleines Dorf und wir haben auch Titterte, was speziell ist, einen sehr guten Zusammenhalt, was die Dorfgemeinschaft betrifft. Titterte war ein klassisches Bauerndorf. Alle die Häuser, die man hier sehen, im Zentrum im Dorf. Hier ist früher gebauert worden. Das ist heute natürlich nicht mehr so. Wir haben nur noch zwei aktive Bauern im Dorf. Alle anderen Häuser sind jetzt umfunktioniert in Wohnhäuser. Und wie man hier sehen, zum Teil recht schöne Häuser natürlich. Hier sehen wir ins Totengässli, spezieller Name. Da hat man früher nach Beerdigungen die Toten durchs Totengässli auf den Friedhof getragen. Und wir sehen nachher, hinten dran steht eben das entsprechende Kapelleli, das auch zu dort gehört. Hier ein Blick aufs Gemeindezentrum, das ist relativ neu erstellt. Hier ist alles untergebracht von der Gemeindeverwaltung. Über Wahlbüro, Gemeindesaal und so weiter. Und unter anderem auch eine Schnitzelführung, die nicht nur für das Dorfzentrum Wärme liefert, sondern für einen Haufen Häuser noch in den umliegenden Quartieren oder in den umliegenden Häusern. Wir sind erschlossen, wie man hier sieht, von der Autobus AG mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Richtung Liestel. Das ist das Kapelleli, das ich schon angedeutet habe. Und wir gehören zur Kirchgemeinde Reigoldschwil. Früher waren wir im St. Peter Oberdorf angehängt. Ein Blick ins Innere zeigt, dass rund 80 Leute Platz haben. Also für Beerdigungen und Hochzeiten ist es eindeutig zu klein. Dort weicht man auf Turnhallen aus, aber der Gottesdienst findet ab und zu in Titterte statt. Auch eine eigene Schule haben wir zum Glück noch. Primarschule, wir teilen die mit der Nachbargemeinde Arbolschwil. Das Wasser hat immer eine grosse Bedeutung gehabt, vor allem früher hat man viel zu wenig Wasser gehabt. Dort hat 17 Sodbrunnen gehabt. Weitsichtige Bürgerinnen und Bürger haben eine Quelle gekauft auf dem Wasserfall oben, 4 Kilometer Entfernung. Und seit 1901 sind wir mit Wasser von dort oben her erschlossen und haben aus diesem Grund zum Glück immer genug Wasser. Nicht nur aus der Luft wird ein Hobby gepflegt, wie wir hier sehen, sondern auch Eisenbahnen. Hier sehen wir eine Wetterstation. Hans-Rüdi Schweizer betreibt seit Jahrzehnten bald eine Wetterstation und kann Auskunft geben oder bestätigen, dass Titterte fast gesamtschweizerisch am wenigsten Nebel hat. Der Christian Schweizer, dem ja der Film gewidmet ist, für den hat natürlich Titterte auch immer einen Haufen bedeutet. Und er ist gern immer wieder übers Dorf gelogen, wie wir hier sehen.
oder nach Flugschauen ist er jeweils zu oben vorbeigekommen und hat seine Künste über dem Dorf nochmal wiedergegeben. Und dort drin und dort haben sie sich riesig gefreut daran. Früher hat er die dreckige Wäsche regelmäßig abgeworfen, wo dann die Mutter ist zusammenlesen auf dem Feld. Der Christian Schweizer hat eine klassische Tellerwäsche-Karriere gemacht, was Fliegen anbetrifft. Ihm ist das nicht in die Wiege gelegt worden, denn er ist auf einem Bauernhof aufgewachsen, wie wir auch nachher werden sehen, hier im Weg auf die Rätschen raus. Das ist sein Geburtshaus. Hier tut sein Bruder heute Bauern. Hier ist er aufgewachsen, wie ich gesagt habe. Hier musste er auch früher mithelfen. Aber das Hobby Fliegen hat ihm mehr bedeutet als Bauern. Und darum hat es ihn dann in die Fliegerei natürlich verschlagen, wie man so schön sagt. Der Tagesbefehl, der hier hängt, ist nicht ihm gewidmet, sondern das ist etwas, das der Bruder heute pflegt. Ja, es sind auf viele Seiten lassen sie gestreien. Du musst schauen, was dir besser kommt. Ja. Du sagst jetzt zu wenig Anstellung. Ja, weißt du, es macht einfach ganz kurz so und dann dreht es normal schnell. Das ist das gleiche Problem, wenn ich in den Negativen hatte. Du musst schauen, dass du dort mit genug Speed
genug langsam hinterher ziehst, dass du wirklich den Engelhofer-Tag aufkommst. Es kann höchstens sein, dass wenn du stossst und ins Querröder gehst, dass du dann schon das erste Mal draussen stossst. Ich muss schauen, dass ich gerade vorne gehst. Du musst gerade vorne und relativ langsam, bis du anstehst. Und nachher, wenn du den Fuss liegst, dann noch hinten reiz. Ich muss beim Ausleiten am Schluss muss ich mehr ziehen. Oder mehr von neutralisieren. Ich habe plus 8,2, minus 7,3. Ja. Noch heavy, hä? Dann ich habe immer 200 gehabt. Ja. Ringsum. Ja, männlich, kein Kommentar. Ja. Viertel auch schauen, dass du schön in der Mitte hast. Mhm. Der letzte, den du gemacht hast, da hat irgendwie. Wie wenn du nicht unloaded hättest, hat er so ausgeschert und dann so dreht und dann bist du wieder drin. Ja, ich habe einen so, oder? Was machen wir? Fliegen wir nochmal da hier? Ich denke. Vor dem Mittag, he? Ja. Nochmal einen scharfen. Ja, aber der scharf. Und wegen diesen 12 Minuten müssen wir nicht schauen, wenn wir das aufteilen. Ja, machen wir den nächsten Flug. Ein Programm plus ein paar Figuren. Ich überlege mir, eben, was in diesen 12 Minuten sollst du machen. Ob du gerade zuerst am Anfang 2-3 Senkrechte sollst fliegen. Jawohl, Einzelfiguren und dann das Programm. Ja. Weißt du, also das Warm-up? So, dass du am Anfang Figuren hast, dass du dich ein bisschen an die Gegend gewöhnen kannst. Genau. Aber nicht, dass du exhausted bist und nachher das Programm abfliegen. Ja, wir kennen den Platz noch nicht. Ja. Nicht wie die Franzosen, die drei Wochen trainieren. Ja, gut, für $100 in der Stunde. Sicher. Also, hä? Dann füllen und dann gehst du nochmal. Ja,
komme gerade rein. 10 Minuten, dann bin ich nicht. 10 Minuten! 10 Minuten! 10 Minuten! Das ist wichtig, ich verstehe, das ist ja blutig. Das kann man nicht Kriegel hat nicht nur Skifahren geliebt, sondern Bergen im Allgemeinen. Sie haben ihm eine Plattform geboten oder eine Art Spielwiese, die er mit seinem Flugzeug auskundschaften konnte. Schnallen Sie sich an und steigen Sie nochmal ein beim Kriegel. Er nimmt Sie mit seiner GAP 232 in seine magische Welt, die magische Luft. Darkness of the night. Day by day, a hard rain's gonna fall, but no one seems to see the writing on the wall. Take the pain away, I'll take it away. Take the pain away, I'll take it away. Every day when you're dripping over people in the street, really care where the damn soul's gonna meet. Mr. White Collar, he's rich and he's proud, lives out in the green so he can hear the voices shout. Take the pain away, I'll take it away. Take the pain away, I'll take it away. Here we go.
things to chase the light in your hand. Find the way now, turn the key. It's time for you, my friend. Take the pain away. I'll take it away.